Der 21. Ball des Sports. Ein sportlicher Rück- und Vorausblick. In der Glashalle auf dem Messegelände feierten zahlreiche Athleten, Trainer und Ehrenamtliche gemeinsam unter dem Motto London 2012. Auch die Sportler und die Mannschaft des Jahres. Judoka Heide Wollert landet bei den Damen knapp auf Platz 2, hinter der Weltmeisterin im Radsport Judith Arndt. Die kann wegen der Vorbereitung für Olympia leider nicht mit dabei sein. Das große Ziel von Wollert, einer 12x12-Athletin, die Qualifikation für London. Ach, ich bin trotzdem zufrieden, zweiter Platz ist doch sehr gut und vor allen Dingen, ich sag mal, Judo ist ja noch nicht so die Sportart, die so in der Öffentlichkeit steht. Von daher ist es doch, finde ich, ein sehr gutes Ergebnis, jetzt egal ob erster, zweiter oder dritter, von daher ist es völlig egal. Jakob Stiller, der Shootingstar am Marathon vom SCDFK Leipzig, wird mit fast 1000 Stimmen Vorsprung zum Sportler des Jahres gewählt. Für den Gewinner des letzten Leipzig-Marathons eine Überraschung. Es war schon total toll, eigentlich die Resonanz nach dem Marathon im April. Es sind viele Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, Mensch, toll, dass du gelaufen bist, wir haben dich gesehen, haben uns sehr gefreut, auch in der Zeitung das gelesen. Aber dass es jetzt so klappt und so viele Leute mir auch ihre Stimme geben, also damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, unbeschreiblich. Auch die Damen vom HCL, dem deutschen Meister im Frauenhandball, können bei der Umfrage des Stadtsportbundes punkten. Sie sind die Mannschaft des Jahres. Glücklich, überrascht. Also ich glaube, ich habe nicht damit gerechnet. Und ja, wir sind jetzt sehr glücklich, dass wir den ersten Platz geholt haben. Oder? Ja, ich sage ja, es war ja sehr spannend mit dem DHFK. Es waren, glaube ich, nur 80 Stimmen Unterschied. Und war sicher auch ein glückliches Ende. Also wir freuen uns richtig über den Zeitpunkt. 2012 dreht sich alles um die Olympischen Spiele in London und die Medaillenchancen der Leipziger Sportler. Ich glaube, wir haben in den Wassersportarten, also bei den Rennkanuten und auch bei den Wildwasserkanuten und auch bei den Ruderern, gute Chancen auf Medaillen. Das ist natürlich alles auf einem sehr hohen Niveau, was international anbelangt. Also da muss man schon wirklich so auch eine ordentliche Tagesform haben. Leipzig ist also bei Olympia 2012 würdig vertreten.